Ja, Kolleginnen und Kollegen, 2019 geht zu Ende und in einem Rückblick können wir feststellen, dass dieses Jahr wieder sehr intensiv war. Viele Gespräche der Funktionsträger vor Ort in ihren Funktionen als Personalräte oder Gewerkschafter, aber eben auch bei uns auf Landesebene stattgefunden haben. Wir waren vielfach für euch unterwegs, bloß an ein paar Stichpunkte vielleicht noch mal kurz Revue passieren lassen. Die Einkommensrunde, Tarifergebnis ist auf die Beamten übertragen worden. Es ist uns mit großer Diskussion gelungen, den Dutz im Nachtdienst auf 5 Euro anzuheben, auch wenn der Wermutstropfen dabei war, dass die Dynamisierung ausgesetzt wird. Aber ich denke, 5 Euro, das Ziel ist schon mal erreicht. Wir haben die PB-Luftzulage durchgebracht nach längerer Diskussion. Also da ist schon einiges passiert, auch ganz großes Paket jetzt der Haushalt mit den Stellenhebungen. Wir haben als DPG im Vorfeld deutlich gemacht, dass wir plus 5 Millionen für mehr Perspektive, mehr Wertschätzung haben möchten. Das ist uns im Volumen gelungen und die ersten Kolleginnen und Kollegen konnten ja schon im November und Dezember von den Stellenhebungen und Beförderungen daraus auch profitieren. Auch im Tarifbereich, das war uns wichtig, haben wir ein gutes Ergebnis, was die Stellenhebungen anbelangt, erreicht. Also von daher insgesamt viel gewesen, aber auch viel erreicht. In Sachen Uniform sind wir ein Stück weitergekommen. Die Qualitätsstandards werden neu gesetzt. Die Uniformhose und Hemden werden auf den Prüfstand gestellt. Also auch da hat uns immer wieder vorgetragene Kritik an der Qualität der Uniform auch Bewegung in die Sache gebracht. Oberschenkelholster ist auch soweit geregelt, ist in der Arbeitsgruppe, ist im Werden. Also da ganz viel in diesem Jahr diskutiert und ja, auf den Weg gebracht, durchgesetzt. Fürs neue Jahr 2020 wollen wir natürlich auch weiterhin uns für die Polizei stark machen, für euch einsetzen, für eure Interessen kämpfen. Zunächst steht mal die zweite Stufe der Gehaltserhöhung an, Besoldungserhöhung an. Dann wird das Thema sein GPS-Ortung Visualisierung. Ich konnte als HPR-Vorsitzender vor meinem Urlaub noch die Dienstvereinbarung dazu unterzeichnen. Es wird darum gehen, dass in diesem Jahr dann auch sukzessive in den Verbänden zu verankern und die Technik dort ins Laufen zu bringen. Wir werden mit dem Ministerium sicherlich auch noch Gespräche führen in Fragen der Arbeitszeit. Und zwar wird es um Stundenschreibung gehen. Es wird um Mehrarbeit gehen. Wie werden wir mit Mehrarbeitsstunden umgehen? Da wird sicherlich auch noch die ein oder andere Diskussion zu führen sein, auch gerne mit euch zu führen sein, weil wir schon auch da euer Feedback haben möchten und da im Kontakt sein wollen, bleiben wollen mit euch. Also auch das nächste Jahr wird einiges an Themen bringen, die heute schon absehbar sind. Wie gesagt, auch Uniform wird uns weiterhin beschäftigen. Und es werden sicherlich auch Themen dann wieder aktuell aufploppen, um die wir uns dann halt ad hoc kümmern werden. Ich kann euch insgesamt nur wünschen, habt ruhige, besinnliche Feiertage im Kreise eurer Familien. All diejenigen, die arbeiten müssen, kommt gut durch den Dienst und möglichst ja, unbeschadet, kommt gut von euren Einsätzen wieder zurück, weil auch 2020 wird ein großes Thema sein, Gewalt gegen Beschäftigte im öffentlichen Dienst insgesamt, aber insbesondere natürlich in der Polizei. Da bleiben wir auch weiterhin am Ball. Passt auf euch auf. Wir versuchen mit den Rahmenbedingungen euch so weit zu schützen, wie es möglich ist. Kommt gut von euren Einsätzen, gesund wieder zurück. Alles Gute für 2020.